So viel dazu. Hey, harter Kerl! Hey, hier ist Ronnie. War es zu leicht gegen ihn? Na gut, wir werden sehen, wie leicht es wird, wenn wir gegeneinander antreten. Hey, war es zu leicht gegen ihn? Ich wusste gar nicht, dass diese Frau ein Kerl war. Weißt du was? Wir fahren eh mit der Karre hier weiter, dann machen wir da direkt mal neue Sachen rein. Boah, wir haben 172.000. Uiuiui. Wahnsinn, das ist ja unfassbar. Aber was haben wir denn jetzt eigentlich freigeschaltet? Ich weiß es gar nicht. Neue Reifen, Wahnsinn, Ultimate. Nehmen wir die mal mit. Ja. Neue Bremsen, Super Pro, nehmen wir auch mit. Turbolader haben wir noch nicht frei, das dauert noch. Bis zum Ronny. Nummer 3, das dauert noch ein bisschen. So, was haben wir hier denn frei? Spoiler. Egal, will ich nicht. Wir gucken jetzt trotzdem mal, was unser neu erworbenes Auto so drauf hat. Guten Tag, die Herren. So. Der Evo. Alter, willst du mich verarscht? Wie konnte die denn so an uns dranbleiben? Ganz ehrlich, guck mal. Die Leistung vom Mustang an und die vom Porsche. Ganz ehrlich. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Selbst die Supra ist ja noch schneller als der Mustang. Zumindest in der Beschleunigung. Theoretisch könnte man die auch mal aufrüsten. Wobei andererseits weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Vielleicht sparen wir das Geld lieber für eine andere Karre, die wir dann aufrüsten. Wir gucken mal, was es im Autohaus Neues gibt. Vielleicht haben wir ja schon den Porsche Turbo frei, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. So, da sind wir auch schon und bam! So, schönen guten Tag. Ich bin hier und möchte eventuell ein Auto kaufen. Was haben wir denn hier? Nein, haben wir schon. Möchte ich nicht. Ist kacke. Eigentlich nicht, aber okay. CLK? Nein, danke. Lotus? Nein. Okay, das war's. Toll. Ist ja nicht so viel. Nö. Ich war gerade überlegen, ob wir den doch kaufen sollen, aber nö. Was haben wir denn? Was kriegen wir denn als nächstes? Der Aston Martin ist eigentlich geil. Das ist voll das Schiff, ey. Okay, mit der nächsten Blacklist schalten wir nur zwei Autos frei. Einmal Aston Martin DB9 und einmal Porsche 911 Carrera S. Aber ich hätte gerne den hier sowieso und den hier. Den Turbo S. Dann hier Murcielago, der ist auch so geil. Ford GT, ja, kann man mal machen, ne? SLR, ja. Carrera GT ist sowieso geil. Naja, haben wir aber noch ein bisschen was vor uns. So. Was geht denn hier ab? 7 Rennsiege brauchen wir. 4 Meilensteine und wir brauchen noch. Warte, wir. 1.680.000 brauchen wir. Oh, ist ja nicht mehr so viel. Machen wir das hier als erstes. So ein kleines Rennen für zwischendurch. Das war gerade irgendwie nicht so cool. Ja, geil. Ich glaube, das müssen wir nochmal fahren. Ja, jetzt müssen wir es auf jeden Fall nochmal fahren. Ach, Mann.
So, hier der Start sieht doch schon viel besser aus. Achtung! So, wie kommen wir jetzt an dem vorbei? Ah, okay, so. Und hier, oh nein, oh Gott, hinter mir bleiben. Haben wir gewonnen? Haben wir gewonnen? Ja, haben gewonnen. Gott sei Dank, ey. Was ist das hier? Oh, er schon wieder. Der nervt. Hey, kleiner Racer. Hey, hier. Kleiner Mann. Du hast viele andere Fahrer fertig gemacht, um an mich ranzukommen. Sie hatten nichts mit deiner Sache zu tun. Und glaub mir, die meisten wollen, dass du dafür bezahlst. Denk daran, wenn du nach Rockport kommst. Das ist mir scheißegal, Kollege. Ich möchte einfach nur dich fertig machen. Und dafür mache ich alle fertig, die mir dieses Spiel in den Weg stellen. So einfach ist das, Razer. Du machst es auch nicht anders. So, Sprintrennen. Go, go, go. Und auf Wiedersehen. Wir gucken gleich mal, was man hier für Next Blacklist, was man da für Meilensteine machen müssen. Also für was für Aufgaben bei den Cops. Das interessiert mich mal. Deswegen gucken wir gleich mal. Ja, das Rennen hier ist ja easy, ne? Kann man sich ja auch mal zurücklehnen. Das hier ist ja wirklich zumindest momentan sehr einfach. Brauchen kein Nitro, brauchen keine Bremse, müssen nur ein bisschen Gas geben und ein bisschen lenken. Okay, da vorne müssen wir ein bisschen, oh Gott, hier müssen wir ein bisschen mehr lenken. Und jetzt brauchen wir Nitro. Aber trotzdem, soweit alles easy. Easy going. So, dann müssen wir mal hier lang. Guten Tag. Gegen wen fahren wir denn überhaupt? Okay, gegen Tencent. Gegen Butler und gegen Alan. Hey Butler, gib mir mal, ja, keine Ahnung. Was sagt man denn so einem Butler? Ich hatte noch nie einen. Hey Butler, fahr mal das Rennen für mich. Ich weiß es nicht. Ich werde wohl auch nie einen Butler haben. Selbst wenn ich das Geld dafür hätte. Weil ist ja irgendwie doch ein bisschen unnötig, glaube ich. Weiß ich nicht. So. Und zack. 300 km/h. 301. Okay. 300 wäre irgendwie cooler gewesen. Ist eine schönere Zahl. So. Jetzt werden wir fliegen. In 3, 2, 1. Fliegen! Sag ich doch. So. Was müssen wir denn machen für diese Dame? Kopfgeld von 75.000, Sachschaden von 50.000, in weniger als 3 Minuten abhauen und 8 Straßensperren. Hier das mit den 3 Minuten, das könnte man eigentlich mal mit einer anderen Karre machen.
mit einer, die wir noch nicht so oft draußen hatten. Weil dann sind wir ja nur Alarmstufe 1. Dann ist das ja ruckzucki. Ruckidizucki erledigt. Eigentlich. Theoretisch. So sieht zumindest der Plan aus. Ich muss aber doch gleich mal aufhören, weil ich hab Hunger. Hunger wie Sau. Sau wie Hunger. Mal gucken. Vielleicht hier nach dem Rennen gehe ich mir mal was zu essen kaufen. Ich denke mal schon. Oh komm, fahr mal hier lang. Abkürzung. Könnt ihr auch mal wieder so fahren. Mal wieder was anderes. Ich glaube, das mit der Verfolgung mache ich gleich noch, bevor ich ausmache. Hab ich irgendwie Bock drauf. Und vor allem, dann haben wir... Dann haben wir einen Grund, mal den neuen Mustang zu fahren. Vorne ist die nächste Mautstelle. Sollen wir die mitnehmen? Ja, machen wir. Ich weiß, total unnötig, aber ach, hey, was soll's. Heat it up. Das stand da gerade auf dem Schild. Deswegen habe ich das gesagt. So. Hier geht's nach Rockford. Schön durch die Kurve gedriftet. Wie im echten Leben. Genauso mit so einem Unfall. Guten Tag, Herr Taxi. Siehst du, der hat gehupt. Der hat mich gegrüßt. Wir kennen uns nämlich. Das war der... Das war der, lass mich mal überlegen, ich glaube, das war der Klaus. Da war der Günther. Ja. Oh, wir müssen hier rum. So, zack, da sind wir nun. Und weiter geht's. An alle Einheiten auf Streife. Halt die Klappe. Du hast hier gar nichts zu sagen. So, wir nehmen uns jetzt mal dieses Auto. Gehen in die freie Fahrt. Der pfeift dabei. Der Kompressor von der Karre hier. So, dann fahren wir mal hier in die Polizeistation. Guten Tag. Achtung, BZ3. Wir bekommen mehrere Meldungen rein über einen 1050 Verdächtigen. Ob wir den kriegen? In Fahrtrichtung Osten. War ja klar. Einheiten bitte melden und anrücken. Dann fahren wir jetzt noch einmal in die Polizeistation. Schönen guten Tag.
Oh. Hätte ja sein können. 10:33, er ist in die Station gefahren. Ja, er rast mitten durchs Gelände. Hätte ja sein können, dass man jetzt, Lass uns den Sektor absperren. Er ist mir der Polizeistation entkommen. Einheiten auf dem Weg zur Q3-Verfolgung. Ach, weißt du was, wir bleiben hier stehen. Der Verdächtige wurde zuletzt gemeldet in Fahrtrichtung Osten auf dem Highway 99. Wir werden alle Straßen in seiner letzten bekannten Fahrtrichtung absperren. Das war der Meilenstein. Hier Charlie 15. Wir haben den noch jetzt, oder? Meilensteine? Jawohl, Dippi Doppi, Lotti Garotti. Und wir haben schon das gesamte Kopfgeld. Haben sogar 6.350 mehr, als wir benötigen. Okay, aber alle Einheiten ausschwärmen. Daten des Verdächtigen sind auf dem PDT. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt hier hineinfahren, den Wagen abstellen, gerade nochmal angucken, weil er so schön ist. Ja doch, gefällt mir schon. Kann man ja ruhig mal zugeben. Und nun werde ich eine Aufnahmepause machen. Weil, because I'm hungry. Ich habe Hunger, ich werde mir jetzt nun was zu essen kaufen gehen. Eventuell komme ich gleich nochmal live und mache dann hier weiter. Oder ich gehe live und zocke was anderes. Mal schauen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis dahin, ciao, euer Tastenraster. Und tschüss. Aufnahme stoppen. Aufnahme.